großer Dank an die Scala-Community, dass sie heute Spenden für uns gesammelt haben, dass sie uns unterstützen, dass sie Anteil nehmen an unserer Arbeit. Vielen, vielen Dank dafür. Sternrück ist ein Haus für unheilbar erkrankte Kinder und ihre Familien. Wir begleiten diese Kinder nicht nur an ihrem Lebensende, sondern über viele, viele Jahre in Form von Entlastungspflegeaufenthalten und haben dabei dann die Möglichkeit, sowohl die erkrankten Kinder als auch die Geschwisterkinder, aber auch Mütter und Väter im Blick zu haben und ihnen die Unterstützung auf ihrem Weg zu geben, die sie brauchen, damit sie vielleicht diesen Weg gehen können, so dass sie später nach dem Verlust des Kindes auch eine Möglichkeit haben, einen Weg mit dem Kind im Herzen weiterzugehen in ihrem Leben. Vor 15 Jahren hatten wir die Möglichkeit, mit unseren Infobriefen, die wir dreimal im Jahr per Post verschickt haben, zu informieren. Das ist mit der Aktualität dann so eine Sache. Wir hatten zum Beispiel immer wieder das Dilemma, wow, da kommt ein Fernsehbericht über uns. Aber wie informieren wir die Menschen, von denen wir wissen, sie würden es eigentlich wirklich sehr gerne sehen? Und können wir es irgendwie hinkriegen, den Infobrief vorzuverlegen und so weiter? Dafür hatten wir weder die Kapazitäten noch die Möglichkeiten. Heute haben wir einen Facebook-Account zum Beispiel, sind in den sozialen Medien wirklich auch präsent und können von jetzt auf gleich, das weiß jeder, informieren über Dinge, die wir gerne an die Menschen, die uns folgen, auch im Internet, das sind deutlich über 50.000 Menschen inzwischen, das weitergeben, von dem wir wissen, wir wollen es gerne nach außen tragen. Und die freuen sich, wenn sie diese Nachricht hören und es dann sehen können im Internet. Und wir können die Anteilnahme für die Arbeit, die wir im Kinderhospiz Sternenbrücke leisten, glaube ich, auf ganz sanfte und freundliche und zugewandte Art und Weise auch steigern, weil wir eben über unsere Arbeit so informieren können, dass Menschen mitnehmen für sich, wow, das ist ein Haus dem Leben gewidmet. Hier geht es den Kindern, den erkrankten Kindern, den Geschwisterkindern und den Eltern so gut, wie es ihnen in ihrer Lage gehen kann.